Ja, dann hat er hier hundertprozentig auch noch was. Nein? Also er dürfte ja jetzt hier eigentlich gar keine Trolls mehr haben. Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day, das Regenbogenland von 7Bonnie7YT. Ein, zwei Trolls sind mit eingebaut. Ein erfolgreicher von 118 Versuchen, der Weltrekord liegt bei 2 Minuten 39, die Abschlussrate liegt bei 0,84%. Ein, zwei Trolls, denke ich mal, meint ihr auch nicht Trolls, aber wir gucken mal. Wir gucken mal, also, ja. Mal gucken, was wir so für Trolls finden. So, Troll Nummer 1. Self-trolled. Wenn die Leute da sterben, ist das sowas von safe, dass dort... So, wir gucken mal nach dem Entwicklerausgang. Nein, gar nichts. Okay. Ja, dann hat er hier hundertprozentig auch noch was. Nein? Also er dürfte ja jetzt hier eigentlich gar keine Trolls mehr haben. Von dem her sollte ich jetzt hier eigentlich sicher sein. Nein! Das waren mehr als ein, zwei Trolls. So. Ich dachte, ich springe rechtzeitig. Verdammt, ein bisschen später. Ja. Er ist immer wieder schön. Der unsichtbare Block. Mit sowas holt man sich aber keine Lorbeeren, sage ich dir ganz ehrlich. Oh, es gibt einen Checkpoint. Oh man. There are people. They don't like this shit. Was hast du davon? Hundertprozentig nur eine Fährte. Dann könnte man jedenfalls ihr Leben verteilen, wenn die Leute hier schon ihr Leben opfern. Oh, danke. Er hat mich gehört. Wundert mich, dass er da jetzt kein Troll reingemacht hat.
So. Hier ein bisschen schräg. Hier ein bisschen schräg. Hier ein bisschen schräg. Hier ein bisschen schräg und hier ein bisschen schräg. Ach, schade. Letzte hat ja gar keinen Sinn gemacht. Ja, was soll ich jetzt zu dem Level sagen, Groß? Die Trolle am Anfang schrecken die Leute ab und die flüchten dann. Bin ich ganz ehrlich. Also damit wirst du echt dir keine Lorbeeren holen und die Leute werden das Level auch nicht heiß umsehend dann lieben und klicken und dir dafür Tolls geben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir dafür jetzt auch kein Toll geben. Es war einfach, ja. Es gab jedenfalls keinen Softlock, das muss man fairerweise sagen, aber es wäre ansonsten ein Buch geworden. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohrt rein. Tschüss.